Pass auf, zweiter. Aussichtspunkt. Ist es hier einfach mal nicht immer Regen? Ist auch trocken. Ne? Ist ja manchmal auch trocken. Ja, aber heute nicht. Gibt's das heute was? Nein, schön wird das hier alles voll und der Woche und Wochenende. Wow, guck mal die Seite an. Ich hab echt laut Sachen. Toilette. Siehst du, aber geh ich am Schluss hin. Das geht nicht beim Schluss. Warum? Weil ich ja runterfahren kann, ich nicht rüberfahren. So? Einfach wie gesagt, beim Pech gehabt. Das ist nur gedacht für bergauf. Jetzt geht's wieder runter. Ja, 900, fast 1000 Meter. Runter? Nee, fast 1 Kilometer rum. Da gibt's Höhe zum Berg oder zur Spitze. Ja, was ist so rum? Da kannst du jetzt noch Toilette gehen, ja. Oder? Wenn nicht drin. Ja, aber Lidl sagt ja nichts dazu. Wenn die offen sind. Die war rot. Warte zu. Da ist aber Lachse. Der ist offen, siehst du? Da kann man schon reinfahren. Nein, wenn du hier bist, aber nicht. Warum? Weil da eine Linie ist. Hm? Eine Linie durchgestellt. Ach so, ja, aber bei dem anderen, da war gerade belegt. Ah, ist das See, siehst du? Bist du bald unten? Schaut es besser aus, wettermäßig? Bestimmt. Urfeld. Parken und Kennzeichenflächen erlaubt. Hm? Parken und Kennzeichenflächen erlaubt. Parken 5 Euro. Bootsverleih, müssen wir umfahren? Parken steht drauf. Parken privat. Schöner See. Badehose dabei? Aha. Da kommst du hin. Was? Kupft. Oh, da gibt es ganz viele Häuser. Ja. Ist da sogar ein Parkplatz?
ganz schön. Nein. Und wer ist das Ort? Ort heißt so wie das See? Walchensee. Ja. Was ist das Bootsverleih? Oder so? Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Da. Da ist es. Was ist denn da? Leider gesperrt. Autos. Kein Parkplatz. Das Ziel Dorf befindet sich auf der linken Seite. Hm? Das Sickierdorf. Okay. Da ist ein Parkplatz aber. Aber nur ein paar Platz. Parken, läuft das drauf, P? Parken mit Parkschein von 6 Euro, sollen wir doch. Warte. Kann noch was an. Du hast gestartet. Wie hast du es wieder mit dem Automat machen müssen? Nur bezahlen mit Geld. Hast du da einen Zettel gehabt oder so? Da vorne hast du Zettel. Ach so. Route geht durch Umweltzonen München. Auf Seestraße B11 nach Nordosten Richtung Deiningsbachweg. So. Jetzt müssen wir noch drehen. Alter, fang mal. Nicht vergessen. Dem Straßenverlauf von B11 einen Kilometer folgen. Müssen wir drehen, ja. Ja.
Doch, da drin einfach. Ja, genau. Hier kannst du auch schon Urlaub machen. Hm? Erstens da brauche ich die Zettel noch. Auch gesagt, dass hier schöner Urlaub auch hier schön Urlaub zu machen ist. Ja. Bergluft. Gut. Flagge vorbei. Flagge, Vicky, Vicky. Ciao. Wir zahlen. Bergbahn hoch. Ja, das war cool. Drüber, Kulisse. Ja, aber die konnten jetzt zum Beispiel jetzt nicht so Sachen, dass die mit dem Schiff weit rausfahren konnten, weil es ja nur ein See ist. Wieso haben sie alles gefilmt? Und alles nur drüber arbeitet. Hab ich ja gesagt, aber in Realität ging es nicht. Ja. Der Hintergrund halt wird dann aus dem Meer draus gemacht. Genau. Das mache ich doch. Regen wird, ne? Mhm. Aber wenn wir ankommen, regnet es wieder. Berge. Da oben ist auch ein Hotel. Da ist es dann mit dem Blick zum Ballersee.
links abbiegen auf Kesselbergstraße. Ist das sehr schön hier? Schaut alles lustig aus.